Hallo Martin. Hi Markus. So, Uns wir gebührt der sollten. Abschluss. Bitte? Uns gebührt der Abschluss der Webinarreihe. Uns gebührt der Abschluss, genau, so sieht's aus. So, ich sehe gerade, mein Bildschirm wird übertragen. Von daher, ja, prima. Markus, du hattest ja schon ein bisschen Redezeit hier quasi. Ich werde dann einfach mal schnell übernehmen. Begrüße nochmal ganz recht herzlich die vielen, vielen Leute, die heute noch da sind, was ganz toll ist, weil ja auch eben das Wetter bei unserer Veranstaltung hier gar nicht mitspielt. Ja, wir haben ja ein ganz tolles Wetter. Es wäre ja viel schöner, wenn heute Regen und Hagel wäre. Aber trotzdem ist der Raum hier brechend voll, der virtuelle. Freut mich riesig und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ja, wir haben viel zu tun. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, für alle die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Martin Görsch ist mein Name. Mein Beruf ist, ja, Portfolio Manager steht hier. Also im Prinzip bin ich seit 2005 professioneller Trader. Das heißt, ich lebe davon, was ich an den Märkten verdiene. Habe das im Laufe der Jahre immer weiter aufgebaut. Bin jetzt seit 2011 auch im Bereich Coaching und hin und wieder mal Seminare tätig. Habe dieses Jahr noch gar keins gemacht. Überlege, so in der zweiten Jahreshälfte vielleicht mal noch ein Seminar wieder anzubieten. Aber ansonsten ist das bei mir mehr oder weniger aufs Handeln ausgerichtet. Ich bin für eine Schweizer Vermögensverwaltung als Head of Trading verantwortlich für einen Managed Account im Future-Bereich. Da arbeiten wir überwiegend mit Rohstoff- und Währungsfutures. Und ansonsten hier im Zusammenhang mit OnVista bin ich als Chefredakteur für den Zertifikate Global verantwortlich. Das ist ein Börsendienst, in dem wir ausschließlich Zertifikate traden, überwiegend auf Einzelaktien und auf Indizes. Und das ist ja auch heute hier unser Thema. Ja. Das heißt, es geht ja erstmal um die Frage Long oder Short. Ja, wie sehen wir die Märkte? Was ist denn momentan die richtige Handelsrichtung oder in Anführungszeichen die richtige Handelsrichtung? Und ich glaube, Markus, wir werden heute mal versuchen zu zeigen, dass es die eine richtige Handelsrichtung gar nicht gibt, sondern dass es immer irgendwo eine Frage des Standpunktes ist und eine Frage, in welchen Werten man jetzt gerade, in welchen Einzelwerten man investiert oder eben auch tradet, wenn es ein bisschen kurzfristiger ist. Und da werden wir uns gleich mal ein bisschen anschauen, wie denn so die allgemeine Marktsituation aussieht. Vor allen Dingen ist auch eine Frage, wie lange möchte ich investiert sein? Ne? Jetzt haben wir ja gerade auch, wie alle Vorredner auch schon festgestellt haben, eine sehr volatile Phase, wo wir schnelle Schwankungen an den Märkten sehen. Wenn man morgens sich darüber freut, dass der DAX im Plus ist, geht man abends vielleicht schon wieder mit Tränen aus den Augen nach Hause. Also von daher ist es natürlich auch eine Sache, gibt es die eine Richtung überhaupt? Und die andere Sache ist, gibt es die denn, wenn man sie zumindest mit dem Investmenthorizont, den man auflegen möchte, kombiniert. Und ich finde, da kann man vielleicht dann eher schon sagen, dass man sich auf eine Richtung festlegen kann. Du hast ja auch hier eine Grafik mitgebracht, die uns zeigt, wie sich das ist, glaube ich, der Dow Jones, den du mitgebracht hast, ne? Sich, Ja, ja. das sind allgemein die Large Caps, also alles, was als Large Cap in den USA geführt ist, die ganzen großen Hauptunternehmen, einfach mal verfolgt seit 1929. Und ja, da sieht man ja schon, die Balken repräsentieren die einzelnen Handelsjahre. Da sehen wir auf den ersten Blick ganz klar, im Vorteil sind die grünen Balken, die nach oben gehen, das sind die positiven Handelsjahre. Die roten Balken, die nach unten gehen, sind die negativen Handelsjahre. Und da sehen wir, wir haben einige wenige Ausreißer nach unten, aber insgesamt trendiert das Ganze doch klar nach oben. Und das sollte auch so der Hauptfokus sein, für einen Investor. Ja, jeder, der langfristig investiert, sollte meiner Meinung nach zumindest überwiegend Aktien long sein. Ja, weil der ganze Finanzmarkt einfach darauf ausgerichtet ist, dass Aktienkurse steigen. Davon lebt eine komplette Branche und das ist eine riesige Branche. Die ganze Wirtschaft lebt davon, dass Aktienkurse langfristig steigen, denn Aktienkurse steigen natürlich dann, wenn die Unternehmen erfolgreich sind, wenn die Unternehmen Geld verdienen. Das ist der Grund, weshalb die Unternehmen am Markt sind. Und von daher sollte man langfristig doch eher long ausgerichtet sein. Das haben wir hier bei den großen Large Caps in den USA. Über die letzten, was haben wir hier, 100 Jahre ungefähr? Ja, haben wir eine durchschnittliche Performance von 12% pro Jahr.
Und wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, sieht das gar nicht so viel anders aus. Ich habe jetzt hier nur die großen deutschen Werte seit 1970 mal drauf. Das Grundbild ist ähnlich. Ja, die meisten Jahre, die laufen in grün nach oben weg und wir haben auch hier im Durchschnitt eine Performance von so 10% per anno. Ja, wäre die erste Frage schon mal geklärt, ne? Wenn man auf Long oder Short guckt. Wenn man einfach auf die Statistik guckt, muss man sagen, im langfristigen Zeitraum, und damit haben wir ja auch quasi so eine Kombination eben zwischen der Entwicklung und des Anlagehorizonts, und wenn wir da sind, 10% per anno, dann kann man sagen, okay, auf langfristig gesehen ist es immer besser gewesen, wenn man auf der Long-Seite war, und kurzfristig konnte man halt eben auch auf der Short-Seite punkten. Von daher gucken wir mal, was du noch mitgebracht hast. Ich weiß, du hast noch ein paar ganz gute Grafiken mit dabei. Also schmeiß mal die nächste drauf. Ja, ich hoffe das. Also für die Kurzfristanalyse ist natürlich immer wichtig, wie sieht es denn so für die nächsten Wochen bis nächsten Monate aus? Und wir haben ja jetzt schon deutliche Abverkäufe gesehen am Markt. Wir haben also Indizes, die 30, teilweise 35% von den Hochs schon unter Wasser waren, die sich jetzt auch über die letzten Tage ja so ein bisschen wieder erholt haben. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, hey, ist denn jetzt schon Zeit wieder zum langfristigen Investieren? Ja, oder sollten wir vielleicht eher noch so ein bisschen auf der kurzfristigen Seite unterwegs sein? Und das, denke ich, kann man relativ klar hier beantworten heute. Die Grafik, die ich jetzt hier habe, die ist aus meinem Zertifikate Global Newsletter von vor 2 Wochen. Und zwar sind das die United States Initial Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Und zwar mit dem Stand von vor 2 Wochen. Ja, und was hier passiert ist oder was hier auffällig war, ist, ich hole mal kurz mein Zeichentool hier rein. So, das, was hier auffällig war, ist, dass wir diesen langfristigen Trend, der hier im Prinzip seit der letzten Finanzkrise klar nach unten läuft, also wir haben immer weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen in den USA, die werden einmal pro Woche veröffentlicht. Und jetzt haben wir hier vor 3 Wochen diesen Break gesehen. Und ich habe mir das mal langfristig angeschaut und es ist auffällig, dass wir hier vor den letzten Rezessionen, die wir gesehen haben, wo dann natürlich auch die Aktienmärkte entsprechend dramatisch runtergekommen sind, einmal hier in der Dotcom-Blase, einmal hier in der letzten großen Finanzkrise, eben genau diese Breaks hatten aus diesem langfristigen Trend der Arbeitslosendaten. Und jetzt habe ich vor 2,5 Wochen diese Charts hier gepostet. Mit dem Hinweis, dass das ein erstes Zeichen ist, dass wir vielleicht hier auch mittelfristig so ein bisschen ja, die Luft aus dem Aktienmarkt noch weiter rauslassen können, dass wir auch große Gefahren haben, hier vielleicht sogar in eine Rezession zu laufen. Weil, wenn wir uns das hier anschauen, jetzt ist mein Zeichentool gerade verschwunden. So, wenn wir uns das hier anschauen, dann sind diese Felder, die wir in Grau hier hinterlegt haben, die Phasen der letzten Rezessionen. Und die sind immer gekommen, im Prinzip mit diesem Ausbruch, den wir jetzt hier auch gesehen haben. Und wer es verfolgt hat in der letzten und in der vorletzten Woche, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, hier standen wir noch bei 280.000 Erstanträgen. Jetzt sind wir in den letzten 2 Wochen hier hingelaufen. Das ist immer noch das gleiche Bild. Ja, das sind die Hochs, die wir hier gesehen hatten 2000. Das sind die Hochs, die wir hier gesehen hatten 2008. Ich fahre es nochmal zurück. Ja, das sind diese alten Hochs hier. Und jetzt sind wir hier angekommen. Wir haben 6,6 Millionen Anträge, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen am letzten Donnerstag. Puh, ja, das ist für mich also ein klares Zeichen, dass es wirtschaftlich nicht besonders gut aussieht. Ja, Ja. Wenn wir da das noch kann ein man wohl bisschen sagen. weitergehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, das kann man sagen, und es gibt ja auch noch einige weitere Zusammenhänge, wie sich dann der Markt danach entwickelt. Du hast die nächste Grafik schon vorgelegt. Ja, genau. Ja, das ist jetzt nämlich hier mal die Arbeitslosenquote, die wir unten sehen, in Prozent in den USA. Auch wieder so ungefähr seit 98, weil da sind die beiden Phasen drin, die für uns auch interessant waren in der letzten Zeit. Das ist das, womit man die Situation jetzt vergleichen muss. Ja, kriegen wir ähnlich große Einbrüche noch wie 2000, 2002 und 2007, 2008, 2009? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Und wenn wir uns anschauen, wie das Ganze hier gelaufen ist, da haben wir das ganz ähnlich. Als die Tendenzen, diese Abwärtstendenzen in der Arbeitslosenquote zur Oberseite gebrochen worden sind, haben wir die nächsten größeren Einbrüche auch am Aktienmarkt gesehen.
Und genau das passiert jetzt eben auch gerade wieder. Wir sind mit den letzten Zahlen jetzt hier bei 4,4% Arbeitslosen. Das dürften sogar schon die Zahlen jetzt vom Freitag gewesen sein. Und das große Problem, was wir hier haben, ist, dass die Schätzungen, ja, das ist jetzt hier die Erwartung der Bank of America, dahin gehen, dass wir aufgrund der Corona-Krise hier auf eine Arbeitslosigkeit von 15,6% kommen können in den USA. Und wenn wir uns das anschauen in der letzten Zeit, immer dann, wenn die Arbeitslosenquoten hier deutlich hochgekommen sind, sind natürlich die Märkte auch deutlich runtergekommen. Jetzt haben wir die erste große Abwärtsbewegung hier schon gesehen, aber das Ganze hier, ja, das lässt mich doch vermuten, dass diese Bewegung noch nicht vorbei ist, sondern dass wir hier durchaus noch eine zweite Verkaufswelle sehen, die uns im Extremfall auch noch mal kräftig weiter nach unten bringen könnte. Ja. Man muss ja auch noch dazu sagen, die Schätzung der Bank of America, wenn man alle Expertenmeinungen vergleicht, liegt ja noch in der Mitte, ne? Es gibt ja welche, die sagen, Korrekt. okay, wir können bei 10% stranden, das sind die positivsten Meinungen. Und wir haben aber auch noch welche, die sagen, wir laufen Richtung 24 bis sogar 30% Arbeitslosigkeit. Also von daher muss man sagen, selbst wenn man davon ausgeht, dass nur jeder zehnte Amerikaner arbeitslos wird, ne? Sind wir ein bisschen drüber. Aber natürlich, wir haben es auch bei den Vorrednern schon gehört, die Ausblicke in Amerika, die sind einfach extrem düster. Ja, es scheint so. Es scheint so. Ja, und als letztes habe ich hier noch mitgebracht den ISM Manufacturing Index. Der ist auch immer ganz wichtig, um eben so ein bisschen abzuschätzen, ist die Wirtschaft gerade in einer Wachstumsphase oder schrumpft die Wirtschaft? Und hier sind die Werte um 50 sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn der ISM über 50 kommt, dann haben wir eine wachsende Wirtschaft. Wenn der unter 50 kommt, dann haben wir eine schrumpfende Wirtschaft. Und auch hier sehen wir das, dass ganz häufig in den Bereichen, wo wir hier längerfristig dann unter den 50er-Bereich gefallen sind, dass wir da eben auch hier diese Phasen am Aktienmarkt haben, wo es doch dann mal ein bisschen deutlicher runtergeht. Und da auch da haben wir die erste Welle hier schon hinter uns. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier in die zweite Welle reinzukommen, unter 50. Und das sieht alles so ein bisschen aus wie das, was wir hier 2008 gesehen haben. Die erste Welle kam nochmal zurück auf den 50er-Bereich. Und dann ging es hier rums nach unten und ich befürchte, so ähnlich könnte uns das Ganze hier auch wieder ergehen. Ja, das würde aber eben auch heißen, dass diese Bewegung hier noch nicht vorbei ist. Na, und damit wir uns das mal ein bisschen ja, bildlicher anschauen können, der letzte Graph, den ich hier jetzt habe für diese Untersuchung für heute, ist der St. Louis Fed Financial Stress Index. Das ist ein Index, der aus 18 verschiedenen Indikatoren errechnet wird und der ja nach der letzten Finanzkrise im Prinzip eingeführt worden ist und wo beobachtet wird, wie groß der Stress in der Finanzbranche aktuell ist, insbesondere bei den Banken. Ja, wie da der wirtschaftliche und finanzielle Stressfaktor der Banken aussieht. Und da sehen wir auch, dass wir hier über die letzten ein, zwei Wochen eine extrem zunehmende Dynamik bekommen haben und das Ganze wird hier sehr, sehr dramatisch. Wir laufen hier in ähnliche Bereiche wie in der letzten Finanzkrise. Und da müssen wir dazu sehen, in der letzten Finanzkrise war es halt so, dass tatsächlich nur der Bankenbereich oder mehr oder weniger nur der Bankenbereich, der Finanzbereich betroffen war. Und jetzt befinden wir uns in einer Krise, wo quasi der gesamte Wirtschaftsbereich betroffen ist, ja, die also deutlich größer ist von den Auswirkungen her. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, Markus, bevor du uns vielleicht mal ein paar Aktien nennst, die du gerade für interessant hältst, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, gehe ich hier noch mal kurz in meine ja, Chartanalyse rein, weil das ist ja im Prinzip das, was uns als Trader am Ende auch extrem interessiert, wo wir eben festlegen, wo könnten denn charttechnische Kursziele liegen, wenn man welche Richtung tradet? Wo sind die Stop-Level, wo sind die Einstiegslevel und so weiter? Das heißt, unser täglich Brot als Händler, ja, verdienen wir im Prinzip mit dieser ganz, ganz klassischen Chartanalyse. Und da habe ich jetzt hier zwei Größenordnungen mitgebracht. Und zwar, das ist hier immer der S&P 500. Ich weiß, den vielen Deutschen ist der DAX viel wichtiger. Aber ich sage es einfach mal so, wie es ist. Am Finanzmarkt ist der S&P 500 das Zugpferd, auch nicht der Dow Jones, wie viele denken, sondern es ist tatsächlich der S&P, der irgendwo so den Tritt der Märkte vorgibt. Der repräsentiert also im Prinzip den Kursverlauf der 500 größten Aktien oder der 500 größten Unternehmen in den USA. Und die sind tatsächlich richtungsgebend, meistens zumindest auch
für die Weltmärkte. Und da sehen wir hier Folgendes. Wir haben diese große Korrektur hier gesehen. Ich zeichne sie hier nochmal ein. Ja, diese große Korrektur hier seit Februar, sehr, sehr dynamisch gelaufen, ging relativ schnell. Innerhalb von 4 Wochen haben wir hier also mehrere Jahre Kursgewinn abgearbeitet. Und diese letzte Reaktion, die wir jetzt in den vergangenen 2 Wochen hier gesehen haben, ist so ein typisches, ja, wir nennen das Retracement, ja, also eine Korrektur im Prinzip, eine Korrekturbewegung. Und da gibt es so 2 wichtige Bereiche, auf die man so gerne achtet. Das ist ein 38,2 und ein 50% Fibonacci Retracement, also im Prinzip 1/3 Rücksetzer und 50% Rücksetzer. Und wir sind hier ziemlich genau an dieses 38% Retracement Level rangelaufen und sind in der letzten Woche wiederholt hier oben hängen geblieben. Diese blaue Linie, die hier läuft, das ist ungefähr der 4-Jahres-gleitende Durchschnitt. Der war hier schon einmal sehr interessant. In dieser ersten großen Korrektur, die wir hier gesehen haben. Und jetzt ist der eben auch wieder interessant. Und zwar haben wir den hier einmal durchstoßen und laufen jetzt 1, 2, 3 Mal, das 3. Mal in der Wochenkerze schon von unten an diesen gleitenden Durchschnitt. Und das ist natürlich super ungünstig für alle die, die gerne schon auf der Long-Seite sein wollen, weil wir haben zum einen ein ganz typisches Fibonacci-Retracement. Und wir haben zum anderen einen ganz wichtigen, langfristigen, gleitenden Durchschnitt, der hier läuft. Und bei einer Sache könnt ihr euch sicher sein, das, was von den großen Investoren am meisten beobachtet wird, sind langfristige Charts. Ja, da geht es nicht um einen Stundenchart und auch gar nicht um einen 15-Minuten-Chart und meistens auch nicht mal um einen Tageschart, sondern die fangen tatsächlich hier an, auf Größe Wochenchart ihre Analysen zu machen. Und da sieht eben immer alles noch sehr, sehr bärisch aus, soweit ich das hier beurteilen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, so eine zweite Welle, die hier vielleicht nach unten laufen könnte, wenn man sich so eine zweite Welle jetzt überlegt, bis wohin die gehen könnte, da haben wir natürlich relativ einfache Möglichkeiten, uns das Ganze mal so ein bisschen bildlich hier darzustellen. Wir hatten hier über die letzten 2 Jahre ja, wie so eine Trompetenformation, die sich hier entwickelt hat. Da sind wir einmal hier nach oben ausgebrochen. Das war auch wirklich eine Situation, wo sehr wenig Marktteilnehmer eigentlich nur noch damit gerechnet haben, dass es deutlich weiter nach oben geht. Viele Institutionelle waren hier bei dieser letzten Aufwärtsbewegung schon gar nicht mehr mit dabei. Und hier unten haben wir die beiden Aufsetzpunkte nach unten. Und der dritte, der würde, wenn wir jetzt hier vielleicht noch 2, 3 Wochen brauchen, bis wir runterkommen, der würde hier ungefähr bei 2000 Punkten liegen im S&P. Das wäre also so der erste Zielbereich, den wir hier hätten. Wenn wir das Bild uns noch einmal ein bisschen längerfristig anschauen und uns mal so die letzten 20 Jahre Kursentwicklung hier im S&P anschauen, dann haben wir diese beiden großen letzten Krisen, die wir am Markt hatten, hier im Chart mit drin. Die habe ich jetzt absichtlich hier auch noch mal ein bisschen genauer dargestellt. Und da sehen wir hier immer schön, zum einen haben wir hier ja, die Prozentangabe. Wir haben also hier eine Korrektur gesehen von 52% in der Krise hier in dem Platzen der Dotcom-Blase 2000 bis 2002. Und in der zweiten Krise, die wir hier drin haben, haben wir eine Korrektur gesehen von 58%. Das sind also die beiden letzten großen Korrekturen, die hier im Markt gelaufen sind. 52% und 58%. Und wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, wenn die aktuelle Situation wieder ähnlich schlimm verläuft wie die letzten beiden großen Crashs am Markt, dann haben wir auch hier bei einem Korrekturlevel knapp über 50% eben ein Kursziel, was noch deutlich weiter liegt als diese 2000 Punkte. Dann kommen wir nämlich tatsächlich in diesen Bereich 1600 Punkte. Und das wäre im Prinzip hier der Test der Hochs von 2001 und 2007. Das wäre von der Sache her gar nicht mal ungewöhnlich, ja, wenn wir das sehen würden. Das wäre auch kein Beinbruch. Ja, das ist eben eine große Korrektur. Die muss man an den Märkten teilweise ertragen. Schlau ist natürlich der, der auf dem Weg nach unten dann schon ein paar Gewinne mitgenommen hat oder idealerweise sogar schon auf dem Weg nach oben ein paar Gewinne mitgenommen hat. Aber langfristig sind solche Level natürlich hier alles, was zwischen 1600 und 2000 Punkten liegt, perfekte Einstiegslevel. Ja, das ist wirklich das, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir in diesen Bereich kommen würden.
Denn wenn man dann genug Cash auf der Tasche hat, dann kann man sich da hervorragend eindecken für die nächste Rallye, die unter Garantie wieder kommt. Ja, ich weiß, dass hier viel schwarz gemalt wird und viele Marktteilnehmer wieder den kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft vorhersagen. Aber das ist in jeder Krise so gelaufen und am Ende gab es nach jeder Krise die nächste Rallye. Die wird es auch nach dieser Krise wieder geben. Die Frage ist halt immer nur, wann fängt die an? Ja. Wenn wir das hundertprozentig vorhersagen können, ne, dann wäre alles hervorragend. Ne? Wie du schon sagst, alles deutet darauf hin, dass wir so weit abfallen könnten. Die Nachrichtenlage, wenn man auf die Fundamentaldaten guckt, ist klar. Wenn man jetzt auch, da ist alles tatsächlich mehr als schwarz, rabenschwarz sogar, auch was die Gewinnerwartungen angeht, wenn man das vergleicht, wie sehr die Gewinne jetzt schon im ersten Quartal eingebrochen oder einbrechen werden. Wir haben die Zahlen ja noch nicht gesehen, aber natürlich haben wir reihenweise Gewinnwarnungen gesehen. Jeder DAX-Konzern hat fast schon die Reißleine gezogen. Wenn wir gucken, seit Jahresanfang haben wir keinen Wert mehr im DAX, der auch sich nur noch im Plus halten kann. Wir sehen es, MTU hat mit fast 60% seit Jahresanfang am meisten Federn gelassen, gefolgt Wahnsinn, von oder? ja, die Lufthansa auch mit über 50% und auch die Autobauer reihen sich da fast nahtlos ein. Auch eine Daimler hat 50% verloren, wenn man jetzt guckt auf Jahresanfang und wenn man sieht Wirecard, man glaubt es ja kaum, ne? Eigentlich die Aktie, die immer am meisten im Feuer steht, ist trotzdem auf Jahressicht gesehen seit Jahresanfang noch der beste Wert, mit einem Minus von rund 4%, da haben wir am Anfang des Jahres einen steilen Anstieg gesehen. Und obwohl wir zuletzt auch gute Nachrichten gesehen haben bei Wirecard, ist die Aktie trotzdem seit Jahresanfang im Minus, obwohl man ja den Sonderbericht vorgelegt hat und quasi alle Zweifel so ein bisschen ausgeräumt hat. Aber trotzdem ist halt so, ne? Es gibt ja diesen schönen Satz, in der Flut steigen alle Boote am Aktienmarkt, wenn es gut läuft, dann rennt alles nach oben. Und wenn man jetzt haben wir halt genau das Gegenteil, egal was man macht, es fallen irgendwie alle Aktien mit. Wenn man auf Jahressicht guckt, stand Freitag, Kursende, hat es immerhin noch eine Aktie geschafft im DAX, die im Zeitraum von einem Jahr noch im Plus liegt. Weißt du welche? Nee. Aber da sieht man auch so ein bisschen das Gespür der Anleger. Es hat noch eine einzige Aktie geschafft, die seit auf der Jahressicht im Plus ist. Und das ist die Aktie der Deutschen Börse, die zuletzt ein bisschen zugelegt hat wieder. Ist, glaube ich, auch eben schon eine Frage dazu reingekommen, dass man ja auch sagt, was passiert, wenn die Börse eben schließt? Also ich bin der Meinung, die Börse wird nicht schließen. Ich bin der Meinung, die deutsche Börse, auch die Aktie, wird einer der größten Profiteure sein von der hohen Volatilität. Und es wird sich dann auch bei den Quartalszahlen zeigen. Und dann sind wir natürlich auch mit dabei, wenn wir hier reden über Klumpenrisiko oder sonst was. Und in der Flut steigen alle Boote. Natürlich waren ETFs oder so zuletzt immer hervorragend unterwegs, als die Märkte nach oben gelaufen sind. Jetzt kommt vielleicht wieder mal so ein bisschen die Stunde, wo man sagen kann, ETF streut breiter, ist das Risiko geringer, ja, fällt aber auch. Aber wer jetzt ein bisschen feiner selektiert, der kann vielleicht auch in seinem Portfolio ein bisschen Erfolge feiern, obwohl es alles natürlich nach unten kracht. Natürlich sind Short-Positionen, wie du es sagst, mit Sicherheit eine Absicherung oder Dinge, die man drin haben sollte. Oder siehst du es anders? Absolut. Also ich sehe das absolut so. Und man muss natürlich hier ganz, ganz klar unterscheiden zwischen investieren und traden. Es gibt im Investmentansatz eben einen großen Ansatz, den ich für sehr wichtig halte. Das haben wir heute auch in einem Beitrag hier ganz schön gehört. Das ist eben die Geschichte des Hedgens. Ja, wenn man also wirklich ein großes Aktienportfolio hat und erkennt, dass die Märkte eben unter Druck sind und dass man vielleicht in eine Situation kommt, wo das sich auch auf die nächsten Monate nicht so schnell wieder bereinigen wird, so wie es eben momentan noch ist, dann macht es absolut Sinn, auch zu Zeiten, wo man vielleicht noch echt gut dasteht im Depot und alles grün ist, erste Hedges aufzubauen. Du hast das, glaube ich, auch in deinem Musterportfolio bei Mahlzeit, hast du das auch sehr, sehr schön gezeigt. Ich kann mich daran erinnern, du hattest da zwei Situationen drin, wo du wirklich toll auf dem DAX Short warst, mit einem gehebelten Produkt, mit einem Zertifikat war es, glaube ich. Ja, also ich hatte einen Optionsschein, habe jetzt auch wieder einen drin. Ich muss sagen, ich bin immer so ein hoffnungsloser Optimist, ne? Ich denke ja immer, in jeder Börsenphase kann man ja Geld verdienen. Und ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage, wohin selektiere ich? Natürlich sucht sich das Kapital auch immer sein Geld, egal wie es nach unten geht. Die Anleger haben oder die großen Kapitalsammelstellen auch haben halt ihre Favoriten ausgemacht. Da können wir auch drüber reden. Es sind natürlich so Aktien wie TeamViewer, die ja jetzt alle unter dem großen Begriff quasi
Zuhause-Aktien fallen. Also jeder ist im Homeoffice, da macht man sich natürlich Gedanken, wer profitiert am meisten davon. Dann werden ganz schnell Aktien wie TeamViewer oder Zoom ausgemacht. Dann gibt es immer wieder Leute, die dazwischen funken. Elon Musk hat ja gesagt, bei Zoom sind zu viele Sicherheitsrisiken, hat die Aktien dann wieder bei sich in der Firma verboten. Da sehen wir, dass es dann auch wieder ein bisschen nach unten geht. Amazon natürlich wird auch als großer Gewinner ausgebracht. Hast du auch mitgebracht hier in den Charts. Wir sehen es. Natürlich wird viel online bestellt. Dann hatten wir Aktien wie Zooplus oder Microsoft, die natürlich auch, wenn es darum geht, dass man zu Hause sitzt im Homeoffice und was macht, hat natürlich auch Microsoft und Slack sind Aktien, wo man sagen kann, okay, da dürfte es vielleicht nicht so ins Konto reinregnen durch die Corona-Krise, wenn alle zu Hause sitzen und eben diese ganzen Vernetzungen jetzt, die benötigt werden, eben zwischen der Arbeit und zwischen dem Homeoffice, zwischen dem Zuhause, dass man sich da vernetzen kann, auch ganz weit vorne. Versorger sieht man auf den ersten Blick auch nicht direkt, dass die irgendwie von der Corona-Krise jetzt tatsächlich extrem betroffen werden könnten. E.ON gehört auch seit Jahresanfang noch mit zu den besten Aktien, die wir gesehen haben. Also von daher ist es dann das, zum einen, wo man sagen kann, okay, hier wird vielleicht nicht so viel gesehen. Dann gibt es natürlich Aktien, wo man sagt, es ist ein völlig neues Feld, was man noch gar nicht so auf dem Radar hatte, die vielleicht auch ein bisschen neu in den Fokus rücken, wie zum Beispiel eben Telemedizin-Aktien. Da gibt es die CompuGroup Medical, die haben wir auch dabei. Da ist das Risiko natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen höher, wo man sagen kann, okay, ist das tatsächlich jetzt ein Trend, der durch Corona, durch die Corona-Krise jetzt neu hervorgerufen wird, muss man sagen, es gibt zum Beispiel hier CompuGroup Medical, die es in Deutschland machen, dass man halt eben über das Videokonferenzsystem sich mit dem Arzt in Verbindung setzen kann. Vielleicht die Kleinigkeiten, die man hat, dafür über dieses Videokonferenzsystem regelt auch der amerikanische Konkurrent oder wie man sagen will, Mitproduzenten Teladoc. Beide Unternehmen haben im ersten Quartal einen rasanten Anstieg auf beiden Seiten gemerkt. Also zum einen sind immer mehr User gekommen, die gesagt haben, ich möchte Telemedizin in Anspruch nehmen. Zum anderen haben immer mehr Praxen und auch Krankenhäuser gesagt, wir schließen uns dem an. Ist natürlich klar, die Panik ist da, die Leute möchten gar nicht zum Arzt gehen, weil man da vielleicht auch die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus eventuell auch sogar am größten ist. Von daher hat auch ein Arzt, habe ich jetzt gelesen im Interview, hat gesagt, für eine rote Ferse gehe ich nicht mehr aus dem Haus oder so. Damit hat er wahrscheinlich auch recht. Und von daher ist es auch so eine Entlastung für die Praxen. Und ich denke, dass das jetzt so eine Sache ist, wo man tatsächlich auch eine Trendwende dann feststellen kann. Natürlich sind die Bewertungen jetzt auch wieder hoch und wir sind hier im Bereich von richtig Risikoaktien, wo man sagen kann, okay, kann klappen, dürfte wahrscheinlich auch klappen, aber hier ist auch schon wieder unheimlich viel jetzt eingepreist. Und man muss auch sehen, was passiert nach der Corona-Krise. Eine Trägerwerk-Aktie zum Beispiel, die wird jetzt auch gehypt, weil eben klar, die Nachfrage nach Beatmungsgeräten, die ist da. Die können sich vor Aufträgen wahrscheinlich auch nicht retten. Aber auch die haben selber jetzt zum Beispiel gesagt, und auch, was ich gut fand, TeamViewer hat auch gesagt, es ist wahrscheinlich ein saisonaler Effekt. Man muss einfach darauf achten, dass wir das jetzt haben. Aber wie sieht es nächstes Jahr im ersten Quartal aus? Wenn sich die ganze Sache vielleicht schon wieder ein bisschen beruhigt hat, dann sehen wir dann auch wieder rückläufige Zahlen. Und dann könnten solche Unternehmen natürlich darunter leiden. Von daher muss man einfach jetzt auch ein bisschen fein selektieren. Und dann sind wir vielleicht auch schon bei den Aktien, die komplett ausgebombt sind, wie eine MTU, wie eine Lufthansa, wo auch viele jetzt, habe ich gesehen. Markus, vielleicht kann ich dazu noch mal ganz kurz was sagen. Das ist nämlich ganz interessant. Nämlich gerade diese drei Aktien, die du zuletzt genannt hast, ja, da hast du als letztes hier die Trägerwerk drin gehabt, na, wo du ja gerade auch gesagt hast, hey, die sind jetzt natürlich brutal gehypt. Die waren hier schon bis auf 110 hoch. Ich würde einem Trader, der jetzt vielleicht versucht, in diesen Bereichen noch irgendwo Geld zu verdienen, gerne einen Tipp mit an die Hand geben wollen. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten oder drei verschiedene Ansätze, diese Sachen zu traden. Oder haben drei verschiedene Grundausrichtungen. Und die kann man eigentlich in diesen drei Werten, die du gerade genannt hast, ganz schön wiedererkennen. Und zwar habe ich hier auf der Unterseite mal immer den 10-Jahres-Chart, also das, was ungefähr über die letzten 10 Jahre gelaufen ist. Und da sehen wir hier zum Beispiel bei einer Drägerwerk ganz klar, ja, die läuft hier innerhalb der letzten 10 Jahre mehr oder weniger in so einer Seitwärtsrange. Da ist es sehr ratsam, wenn so ein Wert, warum auch immer, ja, vielleicht durch so eine fundamentale Situation wie jetzt hier oben irgendwo im oberen Drittel ankommt, ist das sehr schlau, in diesen Werten mal Gewinne mitzunehmen und die nicht als Investment zu halten. Denn das hat einen Grund, dass die immer häufig hier oben an denselben Stellen über Jahre gedeckelt sind. Genauso findet man auf der Unterseite im unteren Drittel hier dann oft gute Einstiegsmöglichkeiten, um den Weg nach oben wieder mitzunehmen.
Ja, also bei einer Trägerwerk würde ich sagen, hey, die hat hier tatsächlich erstmal vielleicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Man sieht es auch, wie heftig dann diese Abverkäufe hier wieder laufen. Weit über 20% in 5, 6 Handelstagen. Da wird kräftig Gewinn mitgenommen. Das Zweite, was du gesagt hattest, hier war so eine Taylor-Dock. Da haben wir eine ähnliche Situation, nur anders. Wir sind hier von unten gekommen, sind über so ein paar Jahre hier auch gut gelaufen und sind jetzt hier in so eine parabolische Phase reingekommen. Und immer dann, wenn Aktien parabolisch laufen, ja, das sieht man hier auf dem Monatschart und auch auf dem Wochenchart sieht man das sehr schön. Immer wenn wir einen parabolischen Anstieg haben, sollte man zusehen, dass man irgendwo hier im oberen Bereich seine Gewinne mitnimmt. Ja, wenn man irgendwo hier auf dem Weg eingestiegen ist, ist das eine Phase, um Gewinne mitzunehmen. Parabolische Anstiege hatten wir auch genauso in der Tesla. Das haben vielleicht viele mitgekriegt, weil es ja wirklich über Tage jeden Tag Thema war in den Börsenaussichten oder in den Börsenzusammenfassungen, dass Tesla so gehypt worden ist. Da war der Anstieg ganz ähnlich. Und auch da tut man sich einen Gefallen damit, wenn man feststellt, dass diese Parabolik hier vielleicht zu brechen beginnt, Gewinne mitzunehmen. Wenn man so eine Teladoc jetzt hier noch handeln möchte, dann macht man das idealerweise in einer kleinen Zeitebene auf dem Tageschart, dass man sich hier einfach mal anschaut, was haben wir denn hier an Chartformationen, die vielleicht gerade ins Auge stechen. Und da haben wir hier so ein ganz typisches Dreieck, was im Prinzip so ein bisschen wie so ein Wimpel schon ausgeformt ist. Da kann man hier auf der Oberseite zum Beispiel einen Breakout nach oben handeln für eine Momentumbewegung, die nochmal nach oben läuft, schaut, wo man sich auf der Unterseite absichert. Und nimmt dann aber auch zügig Gewinne mit. Ja, und das ist halt auch genau das, was wir im Zertifikate Global Börsendienst machen, wo wir eben mit den Hebelprodukten arbeiten. Da gehen wir genau auf solche Bewegungen, handeln schnelle Breakouts, versuchen nochmal eine Bewegung mitzunehmen und nehmen dann aber auch die Gewinne mit, weil das nach einer Parabolik keine Aktie mehr ist, die man laufen lässt. Und das Dritte, was du hier hattest, war die CompuGroup. Group. Und wenn wir uns die CompuGroup Group anschauen, langfristig, dann sehen wir hier unten über die letzten 10 Jahre eine Sache, die voll ins Auge fällt. Wir haben über 10 Jahre hier einen sauberen Aufwärtstrend, ja, der zwar volatil ist. Ne, wir haben hier typisch Hin- und Herbewegungen, das ist aber auch relativ normal. Aber das ist eine Aktie, in die ich durchaus auch noch längerfristig investieren würde, weil die auch vor Corona schon hervorragend gelaufen ist und die ihr Hoch auch hatte, bevor der Gesamtmarkt hier seinen Hoch hatte. Die ist also nicht hier seit Februar abverkauft, sondern die war deutlich früher schon am Hoch. Hat jetzt hier schön einmal, zweimal korrigiert. Wir sehen hier auf dem Monatschart ganz sauber diesen Doppelboden und sieht man hier auch auf dem Wochenchart schön oben rechts. Und jetzt kommt hier gerade wieder das Momentum rein und kommt der Druck rein. Natürlich ist das gerade eine Situation, die das Geschäftskonzept hier bevorzugt, ne? Aber insgesamt ist das eine Aktie, die über lange Zeit sauber läuft, die einen schönen Aufwärtstrend hat. Und da würde ich sagen, sowas kann man langfristig im Depot halten. Sowas kann man traden kurzfristig. Und welche war die andere? Ach so, das war die Trägerwerk. Die habe ich hier nicht in der Liste drin. Aber so eine Aktie, die wie die Trägerwerk so stark seitwärts läuft, die sollte man dann eben auch im Bereich der Widerstandslevel rausnehmen. Ne? Genau. So sieht's aus. Von daher, man muss dann mal gucken. Wir haben auch noch eine Liste, die hast du jetzt aufgemacht, ne, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir die Genau. komplett ausgebombten Aktien haben, ne? Die haben, so habe ich sie genannt. Wenn man da drauf guckt, die Lufthansa oder MTU, ist klar. Und da ist dann halt immer auch die Frage, wie ist die eigene Erwartung oder wie ist die Sachlage? Ich habe es die Woche schon mal bei Mahlzeit gesagt. Wer es noch nicht kennt, Mahlzeit ist ja mein tägliches Videoformat auf unserem YouTube-Kanal. Und wir machen auch noch einen Podcast, der Come On heißt. Und da habe ich gesagt, für mich sind so Lufthansa-Aktie oder eben auch eine ThyssenKrupp, die ja jetzt gerade durch die Corona-Krise vielleicht nicht so extrem ausgebombt wurde, ist, sondern die ihre eigenen hausgemachten Probleme hat. Aber eben so Aktien, die für mich wie so ein ausgetrockneter Strohhaufen sind. Ja, da fehlt nur noch so ein kleiner Zünder, dass irgendwie jetzt irgendeiner sagt, okay, genug ist genug. Und dann muss man sich halt einfach mal überlegen, dann sind wir wieder beim Thema Zeithorizont. Viele sind ja mittlerweile auf den Trichter gekommen, weil wir auch verwöhnt sind vom vergangenen Jahr, wo wir natürlich extreme Wachstumsraten gesehen haben, wo der DAX 25% zugelegt hat und wo wir ja jetzt feststellen müssen, die sind auch ganz schnell wieder weg.
wenn ich langfristig investiert bin, du hast es eben gesagt, die nächste Rallye wird kommen, wir werden das überstehen und dann muss man gucken, wird es ein Unternehmen dann noch geben? Wird es dann ThyssenKrupp in 2, 3 Jahren noch geben? Wird es eine Lufthansa in 2, 3 Jahren noch geben? Und wir hatten auch beim Value Investment die Aktie von TUI, die habe ich auch hier mit dabei. Die hat natürlich auch extrem gelitten. Die kriegen jetzt wahrscheinlich ihre 2 Milliarden und wird es die in 3 Jahren auch noch geben? Bei TUI ist schon vorher haben alle TUI gelobt, natürlich vor der Corona-Krise durch die Insolvenzen der Konkurrenz und alles hat jeder gesagt, okay, TUI ist die absolute Aktie, wenn es darum geht, wieder in Urlaub zu fliegen. Und wenn wir ganz schlimm gucken, werden wir übernächstes Jahr wieder in Urlaub fliegen? Ich denke schon. Und da muss man halt gucken. Natürlich ist es eine Durststrecke und natürlich muss man gucken, ist es jetzt risikoreich? Natürlich kann es noch weiter nach unten gehen, aber wir wissen auch alle selber, den genauen Einstiegszeitpunkt bei einer Aktie, den optimalen zu finden, ist, glaube ich, die größte Kunst, die man vielleicht in seinem Leben ein paar Mal schafft und dann kann man sich darüber freuen. Und ansonsten muss man vielleicht gucken, ob man bei solchen Werten mit Staffelkäufen oder alles vorgeht. Aber wenn man der festen Überzeugung ist, dass eine Lufthansa, und davon gehe ich aus, dafür wird auch die Bundesregierung für sorgen, dass eine Aktie wie die Lufthansa eben nicht vom Markt verschwindet, sondern ist ja auch ein Vorzeigeunternehmen für Deutschland, größte Fluglinie Europas. Also die wird auch nicht vom Teller verschwinden. Die wird wahrscheinlich viel weniger in Zukunft an Gewinnen machen und sonst was, aber sie wird diese Krise auch überstehen und sie wird sich langsam erholen und wir sind im Umwelt natürlich im nachhaltigen Investment ist Lufthansa vielleicht auch nicht mehr die erste Adresse, aber auch da wird es beim Flugverkehr vielleicht dann irgendwann Flugzeuge geben, die umweltverträglicher sind und Fliegen wird meiner Meinung nach nicht verschwinden und wenn man sagt, okay, ob ich mein Geld jetzt am Seitenrand parke, gut, oder ich gehe das Risiko ein, aber eine Lufthansa wird nicht verschwinden und irgendwann aber einer auf den Trichter kommen und sagen, genug ist einfach genug und wir sind jetzt hier bei 7 Euro. Und wenn wir überlegen, wo die Aktie mal stand, wenn wir hier gucken, 2018 waren wir noch im Bereich von über 30 Euro, dann ist hier auch schon eine ganze, ganze, ganze Menge eingepreist, auch wenn nur noch ungefähr aktuell 5% vom Flugplan leben. Und wenn jetzt einer sagt, ich hätte ein bisschen Geld übrig und ich gucke es da rein und ich lege mir die Aktie in den Keller und gucke in 5 oder 6 Jahren nochmal drauf und habe nicht diesen Druck zu sagen, oh Gott, ich muss in dieser Phase jetzt auch von Tag zu Tag meine Performance einfahren, was ich ein bisschen übertrieben finde, dann sollte man sich diese ganzen ausgebombten Aktien auch nochmal angucken. Wir haben bei Mahlzeit eben so Watchlisten, die können Sie auch bei OnVista, wenn Sie mal OnVista-Kunde sind, also was heißt Kunde, das können Sie sich kostenlos da registrieren. Da haben wir ja die ganzen Aktien drin, die ausgebombt worden sind. Das ist ja nicht nur eine Lufthansa, wir haben eine Expedia, haben wir ja noch da drin oder wenn man auf die ganzen Kreuzfahrtschiffe guckt, also die Gesellschaften, die Kreuzfahrtschiffe betreiben, die sind ja auch alle extrem runtergekommen und von daher. Die werden alle ihr Geschäft nochmal machen und ich glaube, dass die wenigsten davon vom Markt verschwinden werden. Oder siehst du ein Unternehmen aus dem DAX, was jetzt zum Beispiel durch die Corona-Krise so in die Bredouille kommt, dass es pleite geht? Nee, das glaube ich nicht. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wären Teilverstaatlichungen, dass also der Staat mal wieder helfend eingreift und im Prinzip einen bestimmten Teil des Unternehmens ohne Stimmrechte nachher übernimmt. Das heißt im Prinzip nur als Kapitalgeber. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich denke, das wird da ähnlich laufen wie bei den Krediten für die mittelständischen Unternehmen. Es wird einfach geprüft werden, ob die in der Lage sind, irgendwann auch ihre Anteile wieder zurückzukaufen. Und wenn das so ist, dann sollte das auch kein großes Problem sein. Im Prinzip gibt es ja drei große Anlagekonzepte für Investoren. Das ist zum einen der Bereich Growth, wo also wirklich Wachstumswerte ins Depot gelegt werden, die häufig eine hohe Schwankungsbreite haben, die aber auch sehr viel Geld verdienen können. Wenn so ein Unternehmen dann tatsächlich mal die Führung in einer Nische oder in einer Sparte übernimmt. Das zweite ist der große Bereich der Trendfolger, wo man also wirklich langfristig Werte nimmt, die eben permanent nach oben streben, wie zum Beispiel eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon. Das sind dann so die großen Player, die da drin sind. Und der dritte, relativ weit verbreitete Anlagebereich ist so ein bisschen diese Dogs of the Dow-Geschichte, ja, wo also die paar Aktien, die im Dow am schlechtesten performt haben, fürs nächste Jahr ins Depot gelegt werden. Und das ist tatsächlich auch eine Strategie, die da Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt bringt. Und das ist ja eigentlich immer das, was wir wollen als Investoren. Wir wollen irgendwie eine Outperformance zur Benchmark. Ja, wir wollen noch ein bisschen besser sein, als wenn wir uns einfach nur irgendein ETF ins Depot legen würden. Und ich glaube schon, dass das, was du jetzt hier gezeigt hast, durchaus ein Ansatz ist, wo man die ein oder andere Aktie guten Gewissens in so ein bestehendes Portfolio mit reinstreuen kann. Ja, und wenn man sich dann auch einfach mal anschaut, wie diese Aktien hier langfristig aussehen. Ich habe jetzt hier noch zufällig die Lufthansa drin. Da können wir auch einfach mal schauen, was hier so
charttechnisch so die wichtigen Bereiche sind. Ja, und das sind so diese Bereiche hier. Mein Nachbar hat, glaube ich, nachgefragt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, Ich habe ein bisschen Angst, dass er russischer Spionagesender meldet sich. gleich durch die Wand kommt, aber es ist, Ja, tut wenn mir wir uns jetzt leid. hier anschauen, was man hier an Performance generieren kann, wenn die Aktie einfach nur noch mal hier die Lufthansa nach oben wieder zurückläuft in diesen, ja, Median hier würde ich es jetzt mal nennen, in diesem Mittelbereich, in diesem Widerstandsbereich hier um 16 Euro, da sind wir schon bei einer Verdopplung im Depot. Ja, das weiß natürlich nie einer, wie lange das dauert. Das kann auch sein, dass wir hier noch mal eine Etage runtergehen. Aber aus der Erfahrung raus werden die letzten paar Prozent, die dann in so einem Spike hier nach unten gehen, auch relativ schnell wieder nach oben aufgeholt. Das heißt, die Depots sind dann auch nicht zu lange unter Wasser. Na, aber es ist durchaus jetzt eine Phase, wo man sich Unternehmen, von denen man der Meinung ist, dass sie in 1, 2, 3 Jahren noch am Markt sind, so langsam ins Depot legt. Ich bin dann hier eher so ein Freund zum Beispiel von so einer Boeing. Ja, finde ich auch ganz, ganz hervorragend. Wir kommen hier von 440 Dollar und liegen hier im Moment so bei 120 Dollar. Das ist schon heftig. Ja, das ist schon wirklich heftig. Und ich denke, sobald sich hier die Probleme so ein bisschen verflüchtigen und nicht mehr 80% von der Weltflugzeugflotte am Boden steht, dann wird sich das Ganze auch relativ schnell wieder erholen. Ja, charttechnisch sieht das so aus. Wir haben eine sehr starke Abverkaufsbewegung und oft geht es dann auch sehr dynamisch wieder nach oben. Na, und hier ist das Ganze ähnlich. Wir haben hier einen ganz wichtigen Bereich. Ja, wir sind über Jahre immer wieder ungefähr in diesem 100-Dollar-Bereich hier unterstützt gewesen. Jetzt ja auch schon wieder. Knapp unter 100 Dollar sind hier wieder die Käufer reingekommen. Jetzt sind wir natürlich in der letzten Woche hier schon wieder ein bisschen abwärts gerichtet. Das sieht aus, als würden wir nochmal einen Schwung nach unten kriegen. Aber nehmen wir uns mal diesen Bereich hier von 2011, 2010, 2011 und überlegen mal, wenn wir hier an diesem Level die Aktie kaufen und die geht nur noch mal zurück hier an dieses alte Tief, ja, dann sind wir wieder bei 290% Performance. Und das sind halt einfach Möglichkeiten oder Gelegenheiten, die der Markt einem bietet, wo es durchaus Sinn macht, so langsam anzufangen, langfristige Positionen aufzubauen. Aber wie gesagt, wir müssen echt unterscheiden zwischen investieren und traden. Und zum Traden, zum Long Traden ist das hier noch nicht das richtige Setup. Ja, da haben wir hier noch gar keine Bestätigung von irgendeinem Aufwärtstrend. Wenn wir hier so über die 185, 186 rübergehen und bauen dann vielleicht so eine Sequenz auf hier, ja, von höheren Hochs und höheren Tiefs, dann ist das hier eine Möglichkeit, für den Trading-Bereich mal wieder was zu kaufen. Für den Investment-Bereich sind wir durchaus hier unten an den Leveln, glaube ich, schon gut aufgestellt, sowas mal ein bisschen zu halten. Na. Wen das interessiert, ich glaube, es gibt im Nachgang auch noch mal einen Hinweis dann per Mail auf die einzelnen Dienste. Das Ganze läuft hier bei uns auch im Musterdepot dann von Zertifikate Global. Da sieht man hier auch so ein bisschen die Performance seit Bestehen. Und da ist es so, dass ein Großteil von dieser letzten größeren Aufwärtsbewegung, die hier im Depot gelaufen ist, tatsächlich mit Short-Positionen entstanden ist. Da haben wir hier im Moment auch noch eine Short-Position auf Bilfinger, eine Short-Position auf die Deutsche Bank. Das hier ist ein Short auf den Nikkei und ein Short auf den DAX. Aber das ist eben Trading. Ja, da kann man tatsächlich versuchen, von diesen kurzen Bewegungen und auch hier nochmal von neuen Tiefs zu partizipieren und damit auch Geld zu verdienen. Idealerweise streut man das Ganze ein bisschen, dass man also einen Großteil seines Geldes im Investmentbereich hat und mit einem kleinen Teil vielleicht auch tatsächlich etwas kurzfristiger sich mal mit Hebelprodukten und dem kleinen Trading-Ansatz beschäftigt. Ja, ist ein ganz, ganz interessantes Feld, um vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, was man dann hier zu tiefen Kursen wieder ins Investmentdepot packen kann. Ja, so mache ich das zumindest. Und wir haben ganz schön überzogen, ne? Wir sollten eigentlich nur eine halbe Stunde machen und natürlich haben wir den Disclaimer vergessen, dass das alles hier Das natürlich ist bei keine dir immer Anlageempfehlungen so. sind, sondern Ich glaube, deswegen habt ihr uns auch ans Ende gepackt. ja, weil die wissen, dass wir zwar immer so viel sabbeln, ne? Ja. Vanessa, du darfst dazukommen. Auch, weil das Beste immer zum Schluss kommt. Deshalb wart ihr auch am Ende, oder? Oh, das hast du schön gesagt. Das geht Jetzt runter wie werden Butter, oder? wir schon. Ja, Jetzt wir werde sind ich. tatsächlich schon am Ende angekommen. 7:15 Uhr.
Wer hätte das gedacht? Also, ich fand, es war ein total kurzweiliger Tag und es kam mir gar nicht so vor, dass es jetzt schon zu spät ist. Das stimmt. Haben wir noch Fragen so, oder sind wir durch? Ja, da kamen einige Fragen rein. Warte. Machen wir noch zwei Fragen. 8 Uhr. 8 Uhr, optimale Zeit dann, ne? Webinar zu beenden und dann sich vielleicht ein Gläschen Rotwein einzuschenken. Hier Eins hat nur. der Wolf gefragt, was passiert mit offenen Short-Positionen, wenn diese nachträglich verboten werden sollten? Nichts. Gar nichts. Ja, sage ich ja. Also wenn es ein Short-Verbot gibt, dann ist das normalerweise, sind das Leerverkaufsverbote. Das bedeutet, das wird dann häufig gemacht für bestimmte Branchen, die vielleicht gerade extrem unter Druck sind. In der Finanzkrise hatten wir das im Bereich Versicherungen, Banken, dass da nicht mehr geschortet werden durfte. Das sind aber wohlgemerkt dann Leerverkäufe, die verboten sind. Das heißt, es ist nicht mehr erlaubt, Short zu wetten auf Werte, die man nicht im Depot hat. Das, was wir zum Beispiel bei Zertifikate global machen, was auch für die Privatanleger das Einfachste ist, und es gibt eine Handvoll Broker, bei denen kann man physische Aktien shorten. Allerdings ist es deutlich einfacher, das Ganze über Derivate zu gestalten, also über Put-Zertifikate oder auch über Optionsscheine. Und da ist es so, dass die emittierenden Banken normalerweise diese Werte auch physisch in ihren Depots halten. Und in der Größenordnung, wie sie physisch die Werte in den Depots halten, dürfen sie die dann auch entsprechend mit Derivaten auf der Short-Seite befeuern. Ja, das heißt, wenn man das ein bisschen clever anstellt, dann findet man in vielen Situationen noch Möglichkeiten, vielleicht trotzdem Short-Positionen auf bestimmte Werte aufzubauen. Und unabhängig davon, das, was schon geöffnet ist, ist dann auch von Neuregelungen nicht betroffen. Ja, das wird nicht rückabgewickelt oder so, sondern es kann dann eben nur nicht neu dazu geschortet werden. Der Handel mit Optionsscheinen wird ja nicht verboten. Also von daher, wie du schon Korrekt. sagst, es gibt nur ein paar Broker, wo man tatsächlich auch physisch Aktien shorten kann. Normalerweise machen es ja nur die großen Hedgefonds, die an Banken angehen und sagen, leih mir mal eben ein paar Wirecard-Aktien, dafür zahlen sie eine Gebühr. Und irgendwann geben sie dann halt wieder zurück. Aber das haben wir auch gesehen, wenn wir schon über Short sprechen. Bei Wirecard ist die Short-Quote immer noch sehr hoch. Und was mich gewundert hat, wenn man Wirecard, Tesla, Beyond Meat und Warta nimmt. Was denkst du, wo die höchste Shortquote ist? Die höchste Shortquote? In Ich vier glaube, bei Aktien. Tesla haben sie die ganzen Shorts rausgedrückt. Bei Tesla sind wir nur noch bei 12%. Dann sind wir Beyond Meat und Wirecard liegen wir um die 30, 33, 34%. Und die höchste Shortquote ist bei Warta. Hätte ich auch nicht gedacht. Tatsache. Ja, 37% aller ausstehenden Aktien bei Warta waren zuletzt als S3 Partners, macht da immer so eine Umfrage, da kann man es schön im Internet über Twitter verfolgen. Und da war tatsächlich Warta die Aktie mit der höchsten Shortquote. Von allen ausstehenden Aktien waren 37% geschortet. Okay, ja, weiß man aber auch immer nicht so genau, was da dahinter steht, ne? Weil ich glaube, Nee. fundamental sieht es bei Warta gar nicht schlecht aus. Sie könnten mehr verkaufen, als sie produzieren können. Das ist ja aber der Grund, warum geschortet wird. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht mal so. Man hat jetzt die Kapazitäten ausgebaut. Aber aktuell auf solche Daten zu gucken, weiß ich auch nicht, ob es so gut ist oder sich aktuell auch auf Dividenden zu verlassen als Anlagekriterium. Man kann ja genau sagen, wie fern die Lieferketten jetzt betroffen sind und eingeschränkt sind. Und auf der anderen Seite auch natürlich, wie die Nachfrage dann tatsächlich ist. Klar. Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, ja, jeder muss ein AirPod im Ohr haben oder so AirPads. Und jetzt ist halt die Frage, habe ich gerade Lust, mir die zu kaufen oder sitze ich lieber zu Hause? Ist halt, man muss halt erstmal abwarten, bis sich alles wieder in gewissen Maß no sich normalisiert. Und von daher finde ich auch fundamentale Ansätze. Jetzt muss man alles mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil man das einfach nicht genau ausmachen kann. Das Einzige, was man ausmachen kann, ist jetzt, wenn man die Quartalzahlen eben, welche Werte werden nicht so stark betroffen sein. Bayer hat zum Beispiel ja auch vorläufige Quartalzahlen schon am Donnerstag rausgehauen und da war ja ein Umsatzrückgang von 3%. Und wenn man überlegt, wie dramatisch alles eingebrochen ist, dann muss man ja sagen, mittlerweile, wenn der Umsatz nur um 3% im ersten Quartal zurückgegangen ist, dann ist es ja gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist ja kein Einbruch, ist ja gar nichts. Da kann man ja nur sagen, okay, weil die Leute ein bisschen weniger in den Supermarkt gehen, haben sie auch ein bisschen weniger gekauft. Aber
ist ja nicht, dass irgendwo jetzt was extrem weggebrochen ist. Also von daher kann man auch so ein bisschen absehen. Wo man dann wieder ein bisschen Vorsicht genießen muss, sind die Absatzzahlen von Tesla, die ja eigentlich nur bis Februar gegangen sind, ne? Also von daher, da war die Corona-Krise auch noch nicht komplett so drin. Also von daher, man kann das alles nicht so genau einordnen und man sollte da jetzt auch mal ein bisschen mit Bedacht und mit Abstand an die ganzen Sachen rangehen. Und aber da sieht man auch wieder, ne? Die Absatzzahlen kommen und dann geht eine Aktie wie Tesla über 10% nach oben. Wir sehen Übertreibungen immer noch in beide Richtungen. Und vielleicht können wir nach der Corona-Krise auch mal wieder zu ein bisschen mehr Normalität zurückkehren. Weil früher Ja, das hätte stimmt. so eine diese Kursschwankungen einfach auch mal wieder ein bisschen relativieren. Genauso wie man darauf hoffen kann, dass sich das Leben vielleicht ein bisschen entschleunigt, muss man vielleicht sagen, vielleicht hören auch diese sprunghaften Sachen auf, dass man da irgendwie nach so einer kleinen guten Nachricht direkt eine Aktie 12% in die hohe Höhe schießen muss. Ja, es ist halt viel, viel Unsicherheit immer noch im Markt und ein hohes Anzeichen für Unsicherheit ist eben immer eine starke Volatilität, eine große Volatilität, die haben wir im Moment, ja. Aber es ist tatsächlich so, langfristig hilft einem auch immer die Charttechnik, ja. Ob das jetzt alles immer stimmen mag oder nicht und ob diese Dinge ihre Daseinsberechtigung haben, ich denke schon, weil das, was wir auch gerade gesagt haben, ja, nach einem parabolischen Anstieg ist es häufig so, dass die Kurse dramatisch korrigieren. Genau das haben wir nämlich hier auch bei der Warta gesehen. Und wenn man jetzt hier einfach mal mit der Charttechnik arbeitet und guckt, an welcher Stelle die Parabel gebrochen wird, dann ist das hier bei 108 gewesen ungefähr. Und das sind dann die Bereiche, wo man aus seinen Investments dann eben rausgehen sollte. Ja, und typischerweise werden 80% der letzten Parabel korrigiert. In dem Bereich sind wir wieder angekommen. Und jetzt müssen wir schauen, wie sich der Wert da verhält. Aber wenn wir hier mal einen Blick werfen auf den Tagesschart, ne, da ist es einfach so, da sind die Sequenzen hier ja klar abwärts gerichtet. Und solange wie die abwärts gerichtet sind, haben wir hier noch keinen Grund zu kaufen. Ja, im Moment sieht das Ganze hier so aus und könnte auch durchaus noch mal weiter runterlaufen. Und ich bin eben als Charttechniker so, ich warte einfach darauf, dass sich diese Muster umkehren, dass ich vielleicht hier auf einen Bereich komme. Ja, wo ich dann tatsächlich hier mit höheren Hochs und höheren Tiefs arbeiten kann, auf der kurzfristigen Ebene, also hier auf dem Tageschart. Und das ist dann der Bereich, wo ich anfange zu kaufen und eben nach Möglichkeit nicht ins fallende Messer greifen. So sieht's aus. Ich muss mal meinem Nachbarn die Hand schütteln. Ich glaube, der ist durch die Wand jetzt durch. Und von daher, vielleicht reicht er mir ja was zu trinken. Valetta, noch eine Frage oder machen wir Schluss? Komm, eine Frage machen wir noch. Okay. Der Udo, der hat bereits vor einer halben Stunde gefragt, wie du denn Royal Dutch und andere Ölwerte siehst. Vielleicht dazu Ich noch mal oder eine Martin? Einschätzung. Und, ja, ihr beide vielleicht auch. Da wäre ich auch wieder so ein bisschen vorsichtig. Aber natürlich gilt auch, irgendwann wird sich der Ölpreis wieder erholen und dann werden auch die Unternehmen sich wieder ein bisschen gesund gespart haben. Auch hier, wo keiner noch drauf guckt, ist zum Beispiel, dass die Fracking-Industrie in den USA natürlich auch wieder ganz schön die Backen aufbläht, weil es denen dann bei so einem Ölpreis nicht gut geht. Also die Konkurrenz wird wieder ein bisschen weniger. Und ein Unternehmen aus der Branche hat jetzt auch schon Chapter 11 beantragt, weil man mit dem Ölpreis, den wir jetzt haben, nicht mehr arbeiten kann. Ich habe auch heute gelesen, gerade vorhin über dpa kam nochmal die Nachricht rein, dass jetzt schon wieder Bloomberg vermeldet hat, das Treffen morgen findet nicht statt. Übermorgen war ja geplant eigentlich, dass sich die OPEC Plus mit Russland am Montag zusammensetzt. Und da haben ja, deswegen hat der Ölpreis ja jetzt zuletzt auch wieder angezogen. Ich habe vorhin gesehen, über dpa, Bloomberg hat berichtet, das Treffen ist abgeblasen. Also von daher könnte der Ölpreis natürlich wieder unter Druck kommen. Ich lese immer oft bei Shell oder bei den ganzen anderen Ölmultis jetzt, ja, oh, super, Dividendenrendite 10 plus, 10 auf 10% plus aufwärts oder so. Da wäre ich jetzt auch ganz schön vorsichtig. Die müssen auch alle mit den, haben auch alle damit zu kämpfen. Ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Dividendenrendite wird es in dem Sinne nicht mehr geben und sollte auch vielleicht auch mal von dem Anleger angesehen werden, dass die Unternehmen jetzt auch irgendwo teilweise sparen müssen. Aber natürlich werden sich die großen Ölmultis auch durch diese Krise hangeln. Wir haben ja schon mal einen sehr tiefen Ölpreis gesehen. Danach hatte zum Beispiel Shell oder Royal da, gesagt, wir können ab sofort mit einem Ölpreis von 50 US-Dollar leben. So haben wir uns gesund gespart. Jetzt fahren sie Tanker auf und bunkern das Öl quasi auf dem Wasser. Also von daher, ich glaube, dass die ganzen Ölunternehmen die Krise überstehen werden. Und aber wie der Martin auch schon gesagt hat,
man muss halt zwischen kurzfristig und langfristigen Trade unterscheiden. Vielleicht sagst du schnell mal was, Martin, bevor mein Nachbar noch hier das Loch größer macht. Ja, ich glaube, ich bin einfach immer gerade bei diesen Werten, die noch so in der Abwärtsbewegung drin sind, bin ich einfach zu sehr der Trader. Ja, wenn ich mir hier die Shell anschaue, dann ist für mich dieses Level hier sehr, sehr wichtig. Dieser ganze Bereich, den wir hier im Wochenchart haben, von dem Tief vor 2016 hier bis zu diesem Gap, was wir gesehen haben, im März jetzt diesen Jahres, Februar diesen Jahres. Wir sind genau in diesen Bereich hier reingelaufen, in dieser Korrektur, die jetzt die dritte Woche läuft. Wir haben durch einen Trump-Tweet den brutalen Anstieg vom Öl gesehen, fast 50% vom Tief wieder rauf. Wir sind von unter 20 Dollar, sind wir am Freitag wieder auf 28 Dollar oder so gegangen. Ja, das sind 40%, über 40%. Jetzt, wie du sagst, das Treffen abgeblasen. Ich sehe eine gute Chance dafür, dass wir hier auf dem Tageschart, wenn wir jetzt mal nur die Royal Dutch Shell uns hier anschauen, dass wir hier auf dem Tageschart aus dieser Flag, die sich hier gebildet hat, vielleicht nach unten rausgehen. Und für mich wäre jetzt zum Beispiel das hier ein Level zu agieren. Ja, unter diese beiden letzten Tiefs drunter weg. Im Prinzip, das ist sowas, wie ich im Zertifikate global zeige, hier einfach eine Short-Position irgendwo aufzubauen, irgendwo das Ganze abzusichern, irgendwo ein Ziellevel zu haben. Und was dann wichtig ist, ist für mich immer zu schauen, was riskiere ich auf eine Position, was kann ich darauf verdienen, macht das Ganze Sinn, ja oder nein? Und dann setze ich sowas eben kurzfristig um. Also das wäre für mich noch kein Wert hier zum Investieren. Auch genau aus dem Grund, was du gerade sagst, wir müssen einfach damit rechnen, dass viele Unternehmen, die im Moment eine optisch hohe Dividendenrendite bringen, dass die einfach von ihren Dividenden zurückgehen müssen. Ja, dass die auch tatsächlich mal wieder fallen werden. Und ja, da rechnet man sich das gerne mal schön, ja, dass man diese Geldvernichter dann im Depot hat, die eben vom Kurs her noch weiter fallen und dann irgendwann wird die Dividende gestrichen und dann gucken die Dividendenanleger in die Röhre. Da muss man also immer echt ein bisschen vorsichtig sein und da Das immer war einen vernünftigen trugschlos. Mittelweg finden. Ja, gibt ja 7% Rendite, ja, per anno. Ja, wenn die Aktie aber 14% verloren hat So aufs sieht's Jahr aus. gesehen, dann nützt mir auch eine 7%ige Dividendenrendite auf den Kurs nichts. Und dann kann aber danach einer sagen, ja, wenn die nächstes Jahr nur die gleiche Dividende zahlen, dann sind wir schon bei 10%. Also man muss immer auch ein bisschen abwägen, warum eine Dividendenrendite steigt. Wenn sie steigt, weil das Unternehmen solide wirtschaftet, weil der Kurs steigt. Und weil man dann noch Geld oben drauf packen kann, ist es hervorragend. Wenn die Dividendenrendite aber steigt, weil der Kurs in den Keller geht und die nur gleich bleibt, dann ist das mit Sicherheit unterm Strich nicht ein Anlagekriterium, was man extrem oder direkt dann auch noch heranziehen sollte. Von daher ist Dividende steigt immer, ja, okay, kann man hinhören, aber dann muss man auch nachforschen, warum die steigt. Und ich bin mir dieses Jahr auch nicht sicher. Wir hören es ja von allen Ecken und Enden. Jetzt hat der Europäische Verband für Versicherer gesagt, sie sollen alle keine Dividende für 2019 und auch für 2020 nicht zahlen. Also, und wir sehen ja auch immer mehr, dass Unternehmen sagen, wir überdenken unsere Dividendenstrategie nochmal. Und RTL hat erst am Freitag einen Doppelpack hingelegt, hat die Prognose gekürzt und die Dividende für 2019 auch nochmal gestrichen. Also von daher sehen wir es klar. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob Shell auf dem Niveau für 2019 die Dividendenrendite zahlt, die erwartet wird, oder ob sie es vielleicht dann tatsächlich auch nochmal zurückziehen. Also von daher muss man da jetzt auch mit Dividenden sehr vorsichtig hantieren. Vanessa, Okay, du bevor kannst jetzt wir schlafen. das jetzt beenden, mein Papa, 20 der Uhr hat genau. gerade noch mal bei WhatsApp geschrieben und der fragt, hat noch eine letzte spannende Frage. Wie sehen die Experten denn aktuell Bankaktien? Da die Frage von meinem Papa kommt, die müsst ihr jetzt bitte noch mal kurz beantworten. Bankaktien? Genau. Ja, kann ich direkt was zu sagen? Bin ich sehr, sehr skeptisch. Schon alleine deswegen, weil wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit auch von den Notkrediten, die jetzt gegeben werden, sehr viele Kreditausfälle sehen werden, weil wir viele Ausfälle sehen werden an Krediten, die schon länger bestehen, sowohl Konsumentenkredite als auch Immobilien- und Unternehmenskredite. Ich befürchte, wir werden mit einer hohen Ausfallquote konfrontiert werden und das wird definitiv nicht positiv sein für die Banken. Und dafür ja, braucht man sich ja eigentlich nur mal hier so einen Kursverlauf anschauen von der Deutschen Bank zum Beispiel. Ne? Oh Wunder, das Ganze hier sieht übrigens ganz ähnlich aus wie das, was wir uns gerade bei der Royal Dutch Shell angeschaut haben.
Und das ist eine Position, die bei uns gerade im Zertifikate global offen ist. Da ist an der grünen Linie hier geschortet worden. Stop hier oben, Ziel da unten. Ja, und wenn man sich mal hier unten auf dem Monatschart langfristig anschaut, wie sich die Bankaktien entwickelt haben, dann befürchte ich, dass das so weitergeht. Ja, dann, ich nehme mal jetzt die großen US-Banken da aus. Die sind deutlich besser aufgestellt, aber von europäischen Banken würde ich definitiv die Finger lassen. Obwohl du bei den amerikanischen Banken auch die Leitzinsen berücksichtigen musst, ne? Die sind ja auch wieder auf Null gefallen. Also das bedeutet für die auch alleine die Zinssenkung durch die Fed wird dir bei den Banken, ohne dass sie irgendwas haben, alleine schon kräftig ins Konto reinragen. Keine Also Frage, das wird deutlich schwerer. Ja. von daher, klar, sie sind besser aufgestellt, sie sind besser aus der Finanzkrise rausgekommen, alles. Und auf der anderen Seite könnte man als böse Zunge sagen, wie weit will denn eine Deutsche Bank noch fallen? Also egal, wie viele Probleme danach kommen, aber wir sind ja bei 5,42 €. Also wo soll die Reise hingehen für die größte deutsche Bank, die wir noch haben? Ja, das Und Problem von ist halt daher. immer, es kann sich von jedem Kurslevel immer noch mal halbieren, ne? Ja. Und noch mal halbieren und noch mal halbieren. Ja, Ja, aber. das ist einfach so, dass das, was man irgendwo im Hinterkopf haben muss. Ich kann es nur für mich sagen, bei mir ist der gesamte Finance-Bereich im Long-Term-Depot nicht enthalten. Ja, ich habe die Deutsche Bank bei mir im Musterdepot und freue mich auch nicht darüber, aber Okay. auf Jahresgesicht, also ja, aber was willst du machen, ne? Ja, natürlich muss ich da auch nochmal ran und noch was ändern, aber wir werden sehen. Also ich bin auch skeptisch für die Finanzbranche, unterm Strich, ja, klar. Es wird wieder harte Zeiten kommen, aber ich glaube auch nicht, dass eine Bank dann verschwinden wird, weil auch da die Bundesregierung ihre Finger drauf haben will. In der Commerzbank haben sie ja noch 15%, die können sie gar nicht pleite gehen lassen. Also von daher will Deutsche Bank und ja, aber kaufen würde ich sie jetzt auch nicht. Also das muss man auch Ich wollte sagen. gerade sagen, wir wollen ja nicht Werte im Depot haben, die nicht pleite gehen, sondern wir wollen ja Werte im Depot haben, die vernünftig performen. Genau, und da würde ich sie jetzt, ob ich sie als Graupe drin und naja, ne? Manchmal macht man auch als Experte ein paar Fehler, ne? Da muss man auch mal zustehen. Das habe ich aber jetzt nicht laut gesagt. Oh, oder doch?